Da haben Sie gehört. Ja, dieses Ziehleine fährt einem geradezu durch Mark und Bein. Konnte des Kramurks den Spruch aufschnappen? Fragen wir doch einfach mal nach. Hey, hast du gehört, was der Riese dort gesagt hat, Kramurks? Ziehleine! Unglaublich, es hört sich genau wie Bastos Stimme an. Ich wusste, dass das kommt, aber ich wollte unbedingt den Witz. Die Täuschung ist perfekt. Ja, ist das nicht toll? Das wird die Wachmänner hinters Licht führen, auf nach Chinatown. Na, wenn schon, denn schon, spreche ich den auch weiterhin wie einen Papagei. Ja, richtig. So, ja. Müssen wir jetzt hin in die U-Bahn oder was? Nee, wir müssen nach Chinatown, also. Wo ist denn Chinatown? Oh. Na, es ist rechts, wenn du vorm Casino einmal... Ach. Luke, sag mal, du kennst doch dieses Ding. Mal, oder? Hm? Ach ja, du meinst, dass das dem Professor so ähnlich sieht? Sicher kenne ich es. Es hat mich zum Nachdenken über die Zukunft gebracht. Und da fiel mir auf, dass du doch eigentlich schon weißt, wie unser Abenteuer endet, nicht wahr? Denn du bist ja ich. Also hast du diese ganze Sache bereits vor 10 Jahren selbst miterlebt, oder? Nun, in gewissem Sinne ist das richtig. Trotzdem kann ich leider nicht voraussagen, wie die Ereignisse verlaufen werden. Luke, wenn du die Zukunft kennen würdest, würde das den Verlauf der Dinge völlig ändern. Ereignisse, die passieren sollten, würden letzten Endes gar nicht eintreten. Sieh dir nur an, was all das Zeitreisen bisher angerichtet hat. Es herrscht totales Chaos. Wir wollen doch nicht noch mehr Durcheinander verursachen, findest du nicht auch? Mein Stylus! Findest du nicht auch deinen Stylus? Was machst du mit dem denn immer, bitte? Na, ich drück hier drauf rum. Auf dem Touchscreen und, naja. Und dann fällt er weg. Und, ja, also, so habe ich darüber noch nie nachgedacht, weißt du? Mhm. Naja, wenn du mehr über deinen zukünftigen Stylus wüsstest, könnte dies ändern, wer du letztendlich wirst. Um es noch komplizierter zu machen, du bist im Grunde gar nicht ich. Bin ich nicht? Wer bin ich dann? Das ist eine gute Frage. Unsere Begegnung hat einen großen Einfluss auf unser beider selbst. Nur die Vergangenheit ist gewiss. Du bist mein vergangenes Ich. Aber ich bin nicht zwangsläufig der du einmal wirst, verstehst du? Ich glaube schon. Puh, Zeitreisen sind ganz schön kompliziert. Jo, ich denke mal, vielleicht hat der ja wieder was Neues. Hat er nicht. Hat er nicht? Okay, dann gehe ich weiter. Ich auch. Layman! Hat der was Neues? Yeah! Der hat was. Der hat was, ja. Mein Lieblingscharakter. Im Grunde gibt es Höhen und Tiefen. Das ist nun mal so. Was? Aber im Leben. Was? Was hast du gesagt jetzt? Ja, du hast gesagt, im Grunde gibt es Höhen und Tiefen. Ja, Entschuldigung. Ich habe mich nur gewundert. Dann wundert dich weniger und auch meine Zuschauer. Jeez. Wundert euch weniger. Im Leben gibt es Höhen und Tiefen, das ist nun mal so, aber ein echter Mann steht jede Drangsal durch. Wenn es hart auf hart kommt, muss man eben die Ohren steif halten und den Stier bei den Hörnern packen. Hier ist ein Rätsel für kühle Köpfe, damit sind sie für jeden Konflikt gewappnet. Ich mag diesen Layman. Sowas wieder. 4 Geschwister haben ein Stück Land geerbt, auf dem sich jeder bereits ein Häuslein gebaut hat. Mhm. Der Rest des Grundstücks soll in gleichgeformte Stücke zu jeweils 6 Quadraten aufgeteilt werden, das war so klar. Jedes Teilstück soll an den Brunnen grenzen und eines der Häuser beinhalten. Wenn du das Land aufteilst, auf wessen Stück liegt dann der Stern? Kreise das Haus des Erben A, B, C oder die Einbrüderantwort. Also, Notiz. Die sollen gleich geformt sein und jedes hat ein Stück vom... Kann ich da... Ah ne, kann ich nicht. Also muss ich auf Notiz gehen. Wie ist denn das vielleicht ja, doch, vor? Notiz, stimmt. So kann es schon mal nicht sein. Also, das A. Wie kommt man vom A... Pass auf, ich habe eine Idee. Was denn? Wir wissen ja, dass keins der Häuser auf dem Grundstück eines anderen steht. Ja, ja. Das heißt, wir können schon mal zwischen den Häusern jeweils einen Strich ziehen. Aha.
Scheiße. Der ist definitiv schon mal. So, dann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, und jedes muss ja irgendwie am Brunnen dran sein. Also können wir also theoretisch ein Quadrat um den Brunnen machen. Ja, oder eben nicht. Muss doch, oder? Nee, ja, eigentlich nicht, weil der... Soll an den Brunnen grenzen und eines der Häuser beinhalten. Also können wir den Brunnen... Ah, ich hab das falsch verstanden. Oh, super. Ich hab das so verstanden, dass auf jedem Grundstück der Brunnen mit drinne steht. Also, dass jedes Grundstück auch den Brunnen hat. Ja, okay, dann hast du recht. Dann kann man ein Quadrat um den Brunnen machen, stimmt. So. Dann haben wir das schon mal. Gleich geformte Stücke. Wie viele Felder sind das? 1, 2, 3, 4, 5 mal 4, ne? Ne, 5 mal 5 sind 25 und der Brunnen weg sind 24 durch 4 sind 6. Ja, okay, also muss jedes Feld benutzt werden. Ja, ja, das sollte so hätte sein. Sein. Ja, es werden Stückchen unvererbt gelassen. Die gehen dann ja, an den Landkreis. Die Kirche kriegt's. Ja, toll. Die Kirche mal wieder, ey. Ach. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie wär's denn? Nee, das glaube ich nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich würde es so machen. Warte mal, ich würde ja schätzen, dass. Nee, wie nur? So. Pass auf. Ja, aber jetzt pass ich auf. Nee, das kann schon gar nicht mehr funktionieren, was ich da gemalt habe, scheiße. Ist wieder weg. Löschen. Okay, Mann. langsam sinkt doch meine Sympathie für Layman. Wegen dem Rätsel hier. Pass auf, das C steht ja sowieso schon am Dingens, wa? Hä? Also, das steht ja eh schon am Brunnen. Das heißt, der muss ja da gar nicht mehr irgendwo angrenzen. Mit dem Rest vom Grundstück. Der kann ja zum Beispiel irgendwie nach oben gehen oder, weißt du, guck. Der kann auch zur Seite oder sonst da irgendwo hin. Pass auf, ich mach den mal. Ah, das ist vielleicht gar nicht schlecht. 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, das kann auch nicht sein. Anders. Was A? So kann's funktionieren, warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Warum nicht so? Wie? Nee, so geht auch nicht. 5 kann auch nicht sein. Also pass auf. Nächster Tipp von mir, es können keine 5 Felder nebeneinander liegen. 5 Felder nebeneinander? Hä? Ja, also so direkt nebeneinander. Also es muss irgendwie eine Kurve nee, oder das so drin sein. Ja, das wäre ja eh, das dachte ich mir. Ja. Das, so. Also das weg. Man könnte... Das könnte man natürlich, ja. Das mache ich mal wieder weg. 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Warum machen wir es nicht mal so? Wie? Ich lass mich mal ausprobieren. Wenn es stimmt, sag ich es dir. Oder wenn es klappt. Ich glaube, ich hab's gerade. Du hast's? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Aha. Ja, und wo liegt jetzt Haus B am Brunnen? Hä? Ah. Wieso B? Nee, ach, okay, doch, lass. B liegt am Brunnen doch. Ja, stimmt schon. Siehst du? Du bist so schlau. Das ist mir gerade so. Haus A. Irgendwie habe ich auf einmal dieses. Und soll ich dir mal was? Was? Soll ich dir mal was sagen? Was? Bis auf eine Kurve habe ich fast genau das gleiche drin und dann ging es bei mir am Ende nicht mehr auf. Okay, dann zeichnen wir mal um Haus A. Das. Jo. Richtig. Noch bevor ich es richtig ausprobiert hatte, hatte ich so den im Kopf, das könnte doch so hinhauen und dann es ging. Ja. Cool. Ist genau das. Ja. Erbschaftsführer. Klasse! Ein kühler Kopf meistert nun mal jene Knobelei. Kolossale Knobeleistung. Gut. Und weiter geht's. Weiter geht's, ja. Meinst du, der hat was? Ja, er hat was. Cool.
Mann, mir ist so langweilig. Langweilig. Moment, Moment, Moment. Ich hol mein Handy raus. Haben wir gleich. SpongeBob. Ja. SpongeBob, mir ist langweilig. Moment. So, ich hab doch einen Klingelton. Der passt ganz genau zu mir. Nichts verraten, bitte. Für die, die ihn noch nicht gehört haben. So. Mein Klingelton. Mann, mir ist so... Ah, wie geil. Langweilig. Immer das gleiche, stimmt's? Wundert's dich? Das Leben ist nicht gerade ein Zuckerschlecken und mit niemandem kann ich darüber reden. Naja, sich zu langweilen ist wohl besser als traurig zu sein, oder? Kann sein. Hören Sie, wenn Sie jemanden zum Reden brauchen, stehe ich gern zur Verfügung. Das ist sehr aufmerksam, SpongeBob. Aus dir wird bestimmt ein anständiger Kerl. Danke für das Angebot. Ich fühle mich direkt viel besser. Zur Belohnung stelle ich dir eines meiner fantastischen Rätsel. Ja, bitte, ich liebe gute Rätsel. Also, wenn ich was kann, dann ist es graben. Und bei der Arbeit im Stollen fiel mir Folgendes ein. Tunnelbau. Oh oh. 40 Picarat, nein! Ach das ist einfach. Scheiße, um es zu drehen. Lies mal du. Du sollst einen Tunnel bauen, der von Eingang über jedes einzelne Feld zum Ausgang führt. Berühre ein Tunnelteil, um es zwischen gerade und gebogen umzuschalten. Berühre es an den Ecken und führe es im Kreis, um es zu drehen. Die grünen Teile sind bereits fest eingebaut und können nicht mehr verändert werden. Viel Glück! Ja, das kann... Ach so, die grünen kann man nicht mehr drehen. Okay, dann wird's vielleicht doch ein bisschen kniffliger. Mal gucken. Hä, kann ich die... drehen kann ich die auch. Okay, das ist gut. So. Sonst wäre ja schlecht. Dann wäre es richtig übel. Ja, dann wäre es nämlich richtig übel, genau. Ja. Nee, warte mal. Ah. So. Bling, bling. Bling, bling. Warte, dann drehe ich das so rum. Na. Und so. Nach unten. Also ich habe schon viel schwierigere Rätsel für 40 Picarate gesehen. Na, du hast es vielleicht noch im Kopf, wie es war. Also, ja. Aber ich glaube, ich habe es auch gleich. Warte. Na, dreh dich doch, du dummes Ding. Jetzt gucke ich nochmal. Ich hab's, du auch? Ja. Mann! Alter. Sag mal, wie du es hast. So, wie du. Ja, genau so hab ich's auch. Ja, dann und Antwort. Dann. Wie wäre es hiermit? Yippie! Ich glaube, ich hatte es sogar beim ersten Mal. Also, wie gesagt, ich habe ja gleich, als ich es gesehen habe, gesagt, oh, ist das einfach. Na, ich hab's im ersten Moment auch gedacht, oh, ich hab's ja direkt, aber dann habe ich erst gelesen, dass man die Grünen nicht mehr verändern darf. Und dann, naja, aber war trotzdem nicht so schlimm. Ja. Du bist echt ein schlaues Bürschlein. Komm bald wieder und halte ein Schwätzchen mit mir, ja? Du hast den Jungen! Yeah, wir haben ihn! Also, dann machen wir jetzt die Oma. Die Oma, wir machen die Oma. Klar machen wir die Oma. Also, Aufkleber. Ja, also. Fede Oma. Oh du Schreck, gerade als die liebe Oma durch die Tür verschwunden war, sah ich auf der Theke etwas Weißes liegen. Etwas Weißes? Vielleicht die Milch oder der Pilz? Oder die Kutte? Etwas Weißes? Der Typ hier hat doch weiße Klamotten oder fast weiße Klamotten. Ja, stimmt. Sah ich auf der Theke ein. Das ist geil. Ich behaupte mal, es ist der Mantel oder so.